Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Die Hallenmeisterschaften 2021 beginnen. Hier seht ihr die Gruppen in der Aufteilung. Das ist der Spielplan. Wir kümmern uns heute um den ersten Spieltag. Wenn ihr noch Infos dazu haben wollt, ich habe letzte Woche ein Infovideo dazu hochgeladen, wenn ihr das irgendwie auf dem Kanal noch findet. Viel Spaß und los geht's mit dem Auftaktspiel Gladbach gegen Stuttgart. Auftakt in die Hallenmeisterschaft 21-22. Der Vorjahressieger darf ran als allererstes. Gladbach gegen Stuttgart. Der VfB in Rot baut über hinten auf und dann braucht Gladbach nur ein Ballgewinn von Hermann. Der nähert sich an und hämmert drauf. Der Ball aber erstmal pariert. Wir sind noch im ersten Durchgang. 3 Minuten die Halbzeit. Langsam neigt sich das dem Ende zu. Sippel im Tor, hier darf jeder mal ran, aber ohne Probleme. 0-0 zur Halbzeit, Gott sei Dank haben wir nochmal 3 Minuten hier in Berlin. Freistoßsituation, ja, da muss man schon mal 3-4 Mann in die Mauer stellen. Sippel mal wieder mit dem Ball in der Hand. Und jetzt wurde es besser. 50 Sekunden vor dem Ende. Embolo mit dem 1-0 und der Entscheidung in diesem Spiel. Stuttgart konnte sich nicht mehr regenerieren. Es blieb dabei. Zum Auftakt in die Hallenmeisterschaft gewinnt Gladbach gegen Stuttgart mit 1-0. Spiel 2 in Gruppe A. Bayern gegen Augsburg. Die Bayern ja bislang noch ohne Titel in diesem Wettbewerb, das möchte man im dritten Jahr dann natürlich beenden, diese Flaute. Aber der FC Augsburg machte erstmal das erste Tor. Zekiri profitiert hier davon, dass Neuer den Ball einfach nur locker aus dem Armgelenk schwingt. Oh, Kompost wetten zurück und der Ball schlägt ein. Und auch hier Kubek im Tor, ja, Kubek, Mann oh Mann, dass der ran darf, das hat doch den einen oder anderen überrascht, aber hier, wie gesagt, darf sich jeder mal probieren. Lewandowski holt sich den Ball, Choupo-Moting, Lewandowski, die beiden Stürmer heute aufgestellt und das macht sich bezahlt. Der Ausgleich noch im ersten Abschnitt. Pause 1-1, Augsburg besserer Beginn, Bayern übernahm dann das Zepter. Süle, ja, eigentlich auch eher Verteidiger, aber in der Halle wird jeder zum Stürmer. Süle gegen Dorsch. Ach, da wird erstmal nichts raus. Unter einer Minute nur noch zu spielen. Der FC Augsburg dribbelt sich da hinten fest. Oxford, Dorsch, ja, noch so schön die Hacke, noch so bravourös, gut nach vorne gespielt. Sekiri scheitert an Neuer. Die letzte Möglichkeit in dieser Partie. Choupo-Moting, Musiala. Lewandowski legt quer zu Choupo-Moting und er hämmert das Ding rein. Es gibt leider keine Wiederholung, aber Choupo-Moting hat wirklich ein Tor geschossen. Bayern gewinnt mit 2-1. Gruppe B, Leipzig gegen Hertha. Ein Freundschaftsspiel, ja, ist das sicherlich nicht. Mögen sich nicht sonderlich gerne diese beiden Mannschaften, wobei man sagen muss, wer mag Leipzig überhaupt in der Bundesliga? Guten Fußball können sie eigentlich spielen, hier aber gehen sie erstmal in Rückstand. Ishak Belfodil macht sein Ding. Ja, da kann man nur fliegen und hinterher schauen. Leipzig biss sich so ein bisschen die Zähne aus, dann aber mal nach vorne. Guardiol, was für ein Fehler von Askasiba. Ja, Stein wehrt ihn auch nur nach vorne ab. Silva mit dem Ausgleich. Leipzig nun besser. Forsberg, Forsberg! So klein eigentlich das Tor, dann gibt es noch ein Kunststück mit André Silva gemeinsam. Kann man mal machen, hier sehen wir die Halle in voller Pracht. Ah ja, mehr oder weniger. Leipzig dreht also das Spiel nach Rückstand, gehen sie sogar mit einer Pausenführung in die Zone, um was zu trinken. Und dann geht es nämlich direkt weiter. Katakomben gibt es hier gar nicht, zumindest nicht auf den ersten Blick. Kampel! Ja, Stein aber mit der Parade. Hält die Hertha im Spiel. Die Hertha macht weiter, spielt. RB Leipzig lässt sie aber auch. Askasiba als Aufbauspieler nicht unbedingt bekannt. Kommt trotzdem Abschluss zustande. Eine halbe Minute noch auf der Uhr. Forsberg ans Aluminium und es geht schnell in die Gegenrichtung. Dedrick Boyata, Askasiba 2-2. Wämst das Ding rein. Mit Gewalt ist
nicht so, als hätte er damit noch nie was zu tun gehabt. Hier legt er seine Gewalt und seine Aggression in den Schuss. Das lohnt sich. Leipzig und Hertha trennen sich zum Auftakt mit 2-2. Halbes Heimspiel für Union hier in Berlin, in der Hauptstadt, wo sich dieses Hallenturnier abspielt. Aber Freiburg hatte nicht irgendwie hier eine Auswärtsschwäche oder sowas in der Art. Nein, überhaupt nicht. Sie legten klasse los. Zwei gute Chancen und es ging wirklich Schlag auf Schlag. Da wird geschnitten, geschnitten und Tore fallen, aber noch nicht. Torchancen, aber en masse. Freiburg wirklich hier One-Touch-Fußball, à la Bonheur, und Jeong macht dann auch noch 43 Sekunden vor dem Seitenwechsel das 1-0. Da kann Renault nur hinterher schauen, tröstet dann erstmal seine Kameraden, aber sie hatten ja noch 3 Minuten Zeit, das Ganze hier auf diesem kleinen Feld zu drehen. Das ist Kevin Schade, legt quer zu Jeong. Fast eine Duplizität des 0-1. Jeong mit Wucht und da ist dann nichts zu halten. Wurde jetzt brutal schwierig für Union Berlin. Levin Öztunali flecken aber mit der Parade. Der senkt sich dann auch auf die Latte. Mehr passiert aber nicht. Viertelminute noch zu spielen. Sagt man eigentlich nicht so, aber hier sagen wir das so. 10 Sekunden. Nein, es sollte nichts mehr werden. Freiburg gewinnt gegen Union Berlin mit 2-0. Gruppe C, Dortmund gegen Greuther Fürth als erstes Spiel in dieser Gruppe. Dortmund, das erste Mal gewann sie die Hallenmeisterschaft. Letztes Jahr, wie gesagt, war es Gladbach, aber den Titel will sich Schwarz-Gelb wiederholen und der Rekordmeister werden. Und das zeigten sie hier, ganz starker Beginn. Aber Sascha Burchardt bis dato noch ohne Fehl und Tadel. Weiter der BVB, Reus, Haaland, Zagadou, Haaland! Ja, das funktioniert genauso wie draußen. Einfach drauf gehämmert, dann in den Knick. Nichts zu machen für Sascha Burchardt mehr in dieser Situation. Und der BVB, er zeigt sich hinten anfällig. Nielsen mit dem Ausgleichstreffer. So wie schon beim letzten Bundesligaspiel gegen die Hertha Dortmund. Hinten ganz anfällig, ganz schwach. Und das, obwohl nicht mal Pongracic mitgespielt hat. Erstaunlich, aber Fürth drehte das Spiel. Nielsen und Togota wendeten das Blatt. Aber vom Anstoßpunkt weg in Durchgang 2 dann wieder der BVB sehr aktiv. Hummels, Zagadou, Hummels mit dem Ball zu Reus. Haaland 2-2 und so schnell kann es gehen. Da gönnen wir uns nicht mal eine Zeitlupe, denn es gab keine. Haaland zurück zu Reus. 3-2, 1,5 Minuten vor dem Ende. Gutes Ding. Clever von Haaland gemacht. Guckt sich vorher nochmal um und Sascha Burchardt hört nur noch das Aluminium klappern. Fürth hatte nochmal eine Chance auszugleichen. Hitz schmeißt sich aber auf den Ball. Dann nochmal mit so einem Trickabwurf. Der sollte sich am Ende nicht mehr auszeichnen. Reus nochmal mit dem Aluminium. Es bleibt beim 3-2. Knapper als gedacht. 5 Tore. Sieg für Dortmund. Leverkusen gegen Hoffenheim. Ja, das ist Bundesliga pur, wenn man so will. Leverkusen in Blau. Hoffenheim in, ja, was ist das? Lachs. Auf jeden Fall Hoffenheim in Lachs mit dem 1-0. Jorginho Rütter in der Bundesliga hat es ja auch schon geklappt. Die Hallenmeisterschaft ist auch für ihn scheinbar ein vernünftiges Turnier. Hier haut er den Ball erstmal zur Führung rein. Aber Leverkusen legte gut nach und glich dann aus 28 Sekunden vor dem Seitenwechsel. Erst noch Pech von Schick, Jonathan Tah, man kennt ihn nicht unbedingt als Knipser. Hier bleibt er ganz kühl und schiebt das Ding ein. Und der zweite Durchgang, ja, da kann man sich schon mal ganz warm anziehen. Es ging turbulent los. Paulinho per Kopf zum 2-1. Einfach mal in die Mitte gelupft von Schick. Aber da einen Gegentreffer zu kassieren, das spricht nicht unbedingt für Hoffenheim und die Taktik beim Verteidigen von Ekpel. Nach vorne aber war Highlife. Dennis Geiger mit dem 2-2. Die Anzeigentafel
zeigt uns Gleichstand. Aber nicht lange, denn dann kam Leverkusen. Paulinho jubelt noch einmal, lässt sich feiern. Die Partie hatte wirklich hinten offene Scheunen und da geht Baumann runter wie die allerlangsamste Bahnschranke. Eingerostet, veraltet, Schrauben festgezurrt, festgeeist und Oliver Baumann kommt einfach nicht mehr runter. Aber Hoffenheim ließ sich trotzdem noch nicht ganz unterkriegen. 29 Sekunden vor dem Ende, das 4:3, nochmal der Anschluss, aber mehr kam nicht. Leverkusen gewinnt mit 4:3, da freuen sie sich natürlich. Tolles Spiel, 7 Tore, aber Hoffenheim verliert halt. Und da machen wir das Ganze komplett mit der Gruppe D, VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln. In der Bundesliga war es ein Sieg für die Geißböcke. Die Wölfe wollen sich aber rächen. Gute erste Möglichkeit. Doch der Pfosten, er war noch dazwischen. Ja, das Tor ist verdammt klein. Wenn da noch ein Bundesliga-Keeper drinsteht, wird es nicht unbedingt einfacher. Wolfsburg aber hatte einige Chancen. Hier ist es Bordeaux, der Ex-Kölner, der aber auch verzieht. Der erste Durchgang klar in der Hand vom VfL Wolfsburg. Die Hacke wird dann gerne mal bemüht. Aber es sollte bis dahin noch nicht ganz so sein mit dem Führungstreffer. Timo Horn, ja, in der Hallenmeisterschaft da voran, spricht das für oder gegen ihn, wer weiß es schon. Auf jeden Fall machte es Köln dann erstmal besser in Halbzeit 2. Modest scheitert hier aber noch und der VfL Wolfsburg, er zauberte weiter, auch wenn sie sich hier erstmal gegenseitig im Weg stehen. Lacroix, Bornot, die beiden Innenverteidiger, Lacroix mit dem Paukenschlag. Aber auch nur ans Gebäck. Keine Minute mehr zu spielen. Dann kam Lukas, ein Matcher. Wurden alle Körperteile nochmal ausgetauscht. In der Hallenmeisterschaft kann man dann doch wieder ran. Und hier macht er das entscheidende Ding. Wolfsburg gewinnt mit 1:0 gegen den 1. FC Köln. Wenn Eintracht Frankfurt den Namen VfL Bochum hört, da bekommen sie immer noch Angst. Das war eine ganz schlimme Saisonphase bei der Eintracht in der Hinrunde. Jetzt sollte es die Revanche geben gegen den VfL Frankfurt. Ja, aber stand weit hinten und viel unter Druck. Aber Polter brachte es noch nicht zustande, den Ball über die Linie zu drücken. Hasebe darf natürlich nicht fehlen. Ein alter Hase. Hasebe scheitert aber an Riemann. Durm und Boré setzt nach. Ja, er hat den Ball wirklich eingelegt. Spulen Sie zurück, wenn Sie sich nochmal anschauen wollen. Oder Sie bleiben einfach dran und schauen sich das 1:1 an von Danilo Soares. Hier wird schnell geschnitten, aber wir sehen es, es steht tatsächlich 1:1. Die beiden Tore, sie haben stattgefunden. Kevin Trapp fängt den Ball ab. Es geht schnell in die Gegenrichtung. Hasebe, Boré und Durm. Riemann viel beschäftigt, viel am Fliegen, aber irgendwann geht es dann auch nicht mehr. Boré mit dem 2:1, schönes Ding, gut rausgespielt, auch über die rechte Seite, wenn es sowas in der Halle überhaupt so richtig gibt. Gut eingeschweißt, 2:1 für Frankfurt. Bochum kam aber nochmal, Holtmann. Polter, Holter, Holtmann und Polter. Sie sorgen im Alleingang für das doch am Ende verdiente 2:2 zum Auftakt in die Hallenmeisterschaften. Frankfurt schafft es nicht, die Führung über die Zeit zu bringen und so bleibt es beim Remis. Jo, hier habt ihr einmal kurz die Ergebnisse im Überblick. Das war der erste Spieltag der Hallenmeisterschaft und Moment, es gibt ja auch noch die Tabelle. Sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Da ist sie. So sieht das Ganze aus. Noch nicht viel auszusagen nach einem Spieltag. Ich hoffe, wie immer, natürlich, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt auf jeden Fall gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.